Name ist Malte Ort. Ich bin Graffiti-Auftragsmaler und BMX-Fahrer. Ich wohne hier in Göttingen. Die BMX-Disziplin, die ich fahre, nennt sich Flatland. Das heißt also, dass wir Tricks auf ebenem Boden machen, ohne Rampen, ohne andere Hilfsmittel. Göttingen ist auf jeden Fall meine Heimat geworden. Was ich hier gerne mag, ist, dass die Stadt klein ist. Die Stadt ist sehr schön, hat die historische Altstadt, sehr viel Geschichte, was ich persönlich sehr interessant finde. Man hat alles direkt um die Ecke und man muss irgendwie nicht weite Wege fahren, um irgendwo hinzukommen. Auch kulturell ist die Stadt ja sehr interessant und ich habe hier alles, was ich halt für mich brauche, um schön zu leben. Und wenn ich irgendwo anders hin will, dann kann ich da hinfahren und dann komme ich wieder zurück ins ruhige Göttingen. Ansonsten, wenn ich mal weggehe, gehe ich irgendwie gerne auf Funk- oder Hip-Hop-Veranstaltungen. In die Musa zieht es mich ab und an mal für Konzerte. Oder ansonsten genieße ich einfach halt mal unsere schöne Innenstadt abends mit einem Bierchen. Hier in der Paulinerkirche war ich bis dato noch nicht. Ich genieße es sehr, hier zu sein, weil das einfach eine schöne Möglichkeit ist, mal in einer Kirche Fahrrad fahren zu dürfen, diesen historischen Hintergrund zu nutzen. Und ja, ansonsten bin ich sehr fasziniert über die schon sehr ansprechende Sammlung an Büchern, die hier so rumstehen, wo ich wahrscheinlich mehr als die Hälfte von nicht verstehen würde, weil sie schon so alt sind, dass es noch eine Sprache ist, der ich nicht mächtig bin. Also wenn ich Besuch von außerhalb bekomme, dann ist natürlich klar, dass ich denen die Innenstadt zeige. Einfach weil es eine schöne historische Innenstadt ist und auch ansonsten einfach, wir haben sehr viele Parkanlagen, in die ich sehr gerne gehe. Wir haben die Schillerwiesen, in denen man im Sommer sehr viel schöne Zeiten verbringen kann. Mein Lieblingsort in Göttingen kommt wahrscheinlich noch vom Graffiti-Malen und zwar sitze ich sehr gerne auf dem Lärmschutzwall von der Bahnstrecke. Göttingen wird wahrscheinlich, solange es die Universität gibt, immer eine junge Stadt bleiben, weil wir ja jedes Jahr immer wieder junge Leute bekommen, die hier hinziehen, vielleicht auch nur kurze Zeit bleiben und dann wieder wegziehen, aber dafür kommen dann ja auch wieder neue Leute dazu. Das merkt man auch an dem kulturellen Angebot, ganz besonders in der Nachtclub-Szene, dass eigentlich halt fast alles an Partys oder auch an Bars und Kneipen sich sehr stark auf dieses Klientel eingestellt hat. Ansonsten gehe ich halt gerne ins Theater, ins Top oder ins Deutsche Theater, genieße halt da das kulturelle Angebot. Also Göttingen ist auf jeden Fall eine multikulturelle Stadt. Das wird, denke ich mal, auch mit an der Universität liegen, aber auch ansonsten finden sich ja hier sehr viele Nationalitäten wieder, was auch das kulturell Interessante an dieser Stadt definitiv ausmacht. Das merkt man eigentlich in allen Bereichen, sei es jetzt irgendwie Musik, sei es Malerei, sei es Theater. Ich finde es auch sehr angenehm, weil man einfach dadurch immer wieder die Möglichkeit hat, halt neue Menschen kennenzulernen, ohne jetzt halt das Land zu verlassen und dadurch neue Interessen, neue Kulturen kennenzulernen. Ja, ich lebe gerne in Göttingen. Ich habe schon oft mit dem Gedanken gespielt, hier wegzuziehen, aber es hält mich einfach hier. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich irgendwie in der Zukunft diesen Schritt nochmal machen werde. Ich glaube, für mich ist es wichtig, in Urlaub zu fahren, andere Länder, andere Menschen, andere Kulturen kennenzulernen. Aber ich freue mich dann doch immer wieder, wenn ich zurück nach Göttingen komme. Weil, wie gesagt, das einfach meine Heimat geworden ist.